Guten Abend miteinander, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Chillen Talk. Es ist der vierte, den wir den organisieren, also der vierte, den wir bis jetzt organisiert haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei besondere und eben zwei sportliche Gäste haben. Daniela Schneeberger, die Nationalrätin, und der Werner Günther. Also nochmal herzlich willkommen zu unserer Talkrunde. Ich fange mit der Dame natürlich an, mit der Daniela Schneeberger. Darf ich dich fragen, so, was du in der Schule so bosget hast und was am liebsten gemacht hast? Ja, also am liebsten habe ich schon Sport gemacht. Ich habe am liebsten turnt, ja, die besten Noten im Turnen gehabt. Bosget. Immer halt ein bisschen, manchmal ein bisschen geschwätzt, ein bisschen lustig gehabt. Und ich bin auch eigentlich viel mal nur um Buben herum gewesen. Ich bin eher ein bisschen ruhig früher in meinen Kindsjahren und um Buben herum mehr. Und, weil dort war ein bisschen mehr Action gewesen, das hat mir mehr gepasst eigentlich. Alles klar. Und ein Lieblingsfach, weil du bist ja Mathe scheinbar wunderbar auch nicht. Nein, also weil ich Treuhänderin bin, ist das nicht so. Also ich wollte eigentlich nie ins Rechnungswesen einsteigen, nie, auch in der Handelsmittelschule. Als ich gemacht habe, habe ich gedacht, nein, das ist jetzt gar nichts, ich habe keine Zahlenfähigkeit, ich bin eigentlich auf Sprachen, Französisch, Englisch und so weiter. Also ich habe gerne Sprachen und habe immer gedacht, dann gehe ich da eher auf Sprachen, aber ja, eben, es ist halt manchmal anders, als man denkt, weil genau. Ich bin eine Praktikerin und in der Praxis dann, als ich ein bisschen verschaffen habe, auf dem Rechnungswesen, habe ich dann gesehen, es sieht doch ein bisschen anders aus als in der Theorie. Du hast Geschwister, die auch zwei. Die sind aber nur der Bruder, glaube ich, auch ein bisschen in die politische Schiene. Ja, also ich habe einen Bruder, der ist 10 Jahre älter, also ich bin doch ein bisschen Nesthäken. Ja. Und der ist auch ein bisschen im Rechnungswesen und auch in der Politik, ein bisschen auf Gemeindeebene einfach. Und meine Schwester ist 8 Jahre älter und sie hat gar nichts am Hut mit dem, aber das macht ja auch nichts, muss nicht. Gut. Hast denn du Politik so mit der Muttermilch bekommen, kann man sagen? Ja, vielleicht schon ein bisschen. Also das war natürlich schon so gewesen. Mein Vater war in der Gemeindepolitik ganz lang tätig, nachher auch als Landrat in der kantonalen Politik. Und dann mit der Zeit habe ich das natürlich schon, haben wir diskutiert, haben wir über gewisse Sachen diskutiert. Und das hat mich dann auch interessiert. Und weil ich halt eben vom Charakter her auch jemand bin, der halt gerne tut, mitgestalten und mitwirken und nicht nur einfach ein bisschen fluchen und ein bisschen stänkern über alle anderen, hat es mich dann auch interessiert. Und dann ist dann das so weit gekommen, als ich dann auf die Landratsliste gegangen bin. Super. Wann bist du denn genau in Politik eingestiegen? Weißt du das noch? Also wirklich aktiv in der Partei auch, bin ich so schon erst etwa ein Jahr, vielleicht ein Jahr, zwei vor der Landratskandidatur. Aber so richtig ist schon die Landratskandidatur für mich der Einstieg in die Politik. So 99, ja, im 1999, ja. Danke vielmals. Ich mache hier mal einen Schnitt und gehe zu dem jungen Mann hier neben mir. Der Werner, ist im Juni geboren. 19, darf ich sagen, ja. 61 in Uttwil. Und was ist denn passiert? Schule und Feschalli? Ja, passiert ist eigentlich nicht viel. Also ich bin in einem ganz einfachen Verhältnis eigentlich aufgewachsen in Uttwil. Es war ein kleines Dorf mit 850 Einwohnern. Wir hatten nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt. Es hat einen Fischerverein gegeben, es hat eine Musikgesellschaft gegeben, einen Turmverein und noch einen EAC. Und dann habe ich zuerst 2 Jahre Hockey gespielt, als Goalie noch. Aber da hat man ganz relativ einfache Ausrüstung gehabt. Und habe dann das aber aufgegeben. Und nachher bin ich eigentlich zur Leichtathletik gekommen. Da muss ich vielleicht sagen, wir haben so, ja, relativ nahe vom See gewohnt. Ja. Und der Pluto, das ist unser Bauer gewesen, dem haben wir den Pluto gesagt. Und der hat so einen Gondelhafen gehabt, der hat immer so schön Wellblech gehabt, den er schön zugedeckt hat, den Hafen. Dann haben wir einmal die Öpfer genommen und haben die geworfen. Und wenn es richtig gescherbelt hat, wie haben wir gewusst, wir sind gut. Wir haben etwa 80 Meter geworfen, wir haben den Pluto aufs Dach geworfen. Also, das ist also so. Schon früh geworfen. Ja. Aha. Aber du hast eine Sanitärlehre gemacht. Mhm. Und dann auf dem Beruf geschafft. Oder gar nicht? Mein Vater hat immer gesagt, du machst eine Lehre und wenn du die Lehre fertig hast, kannst du machen, was du willst. Dann ist meine Aufgabe erledigt. Okay. Und ich konnte die Lehre machen in Romanshorn.
Im Hans Dietem. Der Hans Dietem habe ich jetzt gerade das Wochenende getroffen, wieder, mein ehemaliger Lehrmeister. Mhm. Und er war Kanut, war auch an der Weltmeisterschaft und hat höchst oder grösstes Verständnis eigentlich von meiner Situation her, dass ich eben auch Sport mache. Und in der Regel hat er immer zu Abend im Büffel gesagt: Werner, gang, du warst gut trainieren. Mhm. Dann ich eigentlich können immer heimgehen und gut trainieren. Und ich bin dann, habe die Lehre fertig gemacht. Ich habe zwischendrin ein paar Tage mal wieder bei ihm geschafft, aber bin dann eigentlich nach Macklingen in Teres und gerade wieder auf Macklingen. Wir gehen wieder zurück zu der Daniela. Daniela, du hast vorher gesagt, 1999 hat eigentlich die politische Karriere angefangen mit Landrätin. Mhm. Warum hast du eigentlich Landrätin und warum FDP wollen machen? Ich bin natürlich in Landratswahlen angestanden. Mein Vater ist amtszeitbeschränkt, hat dann müssen aufhören. Dann ist es darum gegangen, dass wir halt eben die Liste besetzen, die FDP-Liste. Und grundsätzlich habe ich mich interessiert für Politik, habe mich einbringen in Politik. Habe ich auch gefunden, es braucht junge Leute, dann bin ich eben noch jung gewesen. Die FDP ist mir auch noch gelegen, das kann man jetzt sagen. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen von dem her gekommen, dass mit meinem Vater ich mich unterhalten habe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich natürlich selber auch ein freiheitsliebender Mensch. Ich finde, wir müssen viel mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung übernehmen. Wir müssen für das, was wir machen, halt selber auch ein bisschen ein Risiko eingehen oder eben, ich sage, Verantwortung übernehmen. Und von dem her hat mir die Gesinnung von der FDP natürlich gepasst. Und dann habe ich gefunden, doch, warum jetzt nicht? Ich probiere das einmal und kandidiere für den Landrat. Und du bist sogar ein Jahr Präsidentin gewesen? Mhm. 4 bis 5, also, und dann aber auch wieder ein Meilenstein, der nächste 2011, wo du zur Nationalrätin gewählt bist worden. Den Moment weiss auch ich noch und sicher auch alle hier drinnen. Mhm. Wie war das für dich gewesen? Ja, zuerst, wenn ich noch schnell zurückkomme aufs Landratspräsidium, ja, das war natürlich auch ein Meilenstein gewesen in der Karriere. Ich meine, ich glaube, die jüngste Landratspräsidentin gewesen, denn was auch noch toll war, es war 10 Jahre nach meinem Vater. Mein Vater war 10 Jahre vorher Landratspräsident. Das war irgendwie noch eine spezielle Konstellation. Und das hat mich auch sehr stolz gemacht. Und es war auch ein ganz bereicherndes Amt, das Amt der Landratspräsidentin. Und eben im 2011 habe ich dann gefunden, jetzt muss ich mal nach 12 Jahren Landratstätigkeit, möchte ich doch, Bundespolitik interessiert mich eigentlich, möchte auch mitwirken. Und auch dort habe ich Vollgas gegeben. Im Wahlkampf habe ich wirklich alles gegeben, was ich konnte. Und man hat ja überhaupt nicht mit mir gerechnet, oder? Die Medien nicht. Niemand hat mit mir gerechnet eigentlich. Ich habe das einfach mal so hingenommen. Und darum bin ich umso glücklich gewesen und stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Nicht-Akademikerin mit sehr bescheidenen Mitteln habe ich den Wahlkampf geführt. Und das war eine wahnsinnige Befriedigung für mich gewesen, muss ich schon sagen. Und natürlich eben stolz, weil es war wirklich ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, das ich unbedingt erreichen wollte. Und das habe ich erreicht. Und das war unglaublich. Super, super. Das ist ein Applaus wert. Bevor ich wieder zum Herrn Günther wechsle oder zum Werner, wie ich darf sagen, vielleicht noch, warum machst du Politik? Politik heisst eben Polis, Volk. Ist das Volk so wichtig? Jo, bist du wegen dem so nah am Volk? Ja, also das ist mir sehr wichtig. Ich finde, wir sind auch Volksvertreter, wir sind vom Volk gewählt. Und es braucht solche Volksvertreter in Bern. Eben, wir sind nicht die, die einfach irgendetwas machen in Bern. Also so schaue ich mir eben nicht an. Darum ist mir der Kontakt immer sehr wichtig zu den Leuten. Und dass ich das aufnehmen kann, was sie bedrückt. Und ich muss schon sagen, manchmal, wenn mit anderen Politikern oder Kollegen redet, hat man schon auch das Gefühl, man ist langsam alle entfernter von den Anliegen, die die Leute haben oder was eben bedrückt oder Sorgen, die sie haben. Und, das ist eigentlich schon meine Motivation. Ich muss sagen, also, eben, weil ich sage, wir werden vom Volk gewählt, dann haben wir das Volk auch zu vertreten zu Bern. Mhm. Du bist auch breit vernetzt und du bist sehr zuverlässig, liest man auch immer. Du nimmst das sehr ernst und willst auch noch mal antreten. Ja. Warum? Also ich bin jetzt eben 4 Jahre in Bern gewesen, oder immer noch eigentlich. Die 4 Jahre die braucht man auch zum Einschaffen, um eben sein Netzwerk zu bilden, auch sich in Dossier einzuschaffen und so weiter.
jetzt ist das so weit gegoren, so eine Art, oder? Also das hat sich jetzt entwickelt. Ich sehe ein Dossier rein und ich kenne einen Haufen Verwaltungsleute und Haufen Verbandsleute, die ich zusammenarbeiten kann. Und jetzt kann man aus dem Vollen schöpfen und darum möchte ich natürlich die Arbeit gerne weiterführen jetzt in Bern. Ich will, also eine Legislatur, das reicht einfach nicht, oder? Ich möchte da schon noch mehr bewirken dort. Das wünschen wir dir. Werner, was haltest du von Politik? Ist das für dich nicht lästig oder interessiert es dich gar nicht? Also, nein, ich verfolge das natürlich alles, auch was da passiert oder welche Partei was sagt. Also, meine Frau ist auch im Gemeinderat, also somit ist man irgendwo natürlich mit der Politik verbunden. Aber ich würde mich als parteilos eigentlich titulieren oder bezeichnen. Ich finde, es hat überall immer eine gute Idee. Und einmal ist es halt von da ein bisschen und einmal von da. Es ist halt so, wenn man nicht in einer Bundesratspartei ist, kann man eben weniger bewegen. Also ich müsste wahrscheinlich wieder minder irgendwie parteilos sein in dem Sinn. Aber es ist klar, wenn man etwas bewegen will, dann muss man irgendwo Farbe bekennen. Ja. Und ich denke, das wäre für mich, also zumindest für mich persönlich, schwierig. Also schwierig, nicht einfach irgendwo dabei zu sein und genauso nach dem Programm fahren. Was bedeutet denn für dich Sport? Wir kommen jetzt zu dem Thema, das euch verbindet. Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum Daniela Schneeberger und Werner Günther? Ja, beide sind Sport. Was ist für dich Sport? Ja, das ist natürlich ein guter Ausgleich. Und ich muss sagen, eben, ich bin eigentlich im Sport auch ein bisschen geboren, eben im Vereinssport. Ich habe mich immer engagiert. Also ich bin Meidlerregi schon gleich. Habe Meidlerregi geleitet, Damendomverein geleitet, Präsidentin gewesen vom Damen. Ich habe mich immer engagiert fürs Turnen. Das ist einfach. Das habe ich gebraucht. Auch eben zum Ausgleich zum Berufsalltag zuerst, dann auch zur Politik. Und auch das Gesellschaftliche ist mir wichtig. Man hat natürlich, ist voll im Dorf integriert. Man hat mit seinem Dorf zu tun. Du hast ja auch Wurf, Weithochsprung, Kugelstoss angelesen. Ja. Aber auch Steinstoss. Ja. Was ist der Unterschied? Ja, Stein. Das ist eine Kugel. Und Steinstoss haben wir wirklich so einen rechteckigen Stein. Oder? Und der ist aber leichter, ein Kilo oder zwei? Oder? Also 4 Kilo. Ja. Ja. Ja, Kugeln haben wir auch 4 Kilo. Also in der Zeit, als ich auf Kugeln gestossen habe, habe ich 4 Kilo Kugeln gestossen. Ist das ein Unterschied zwischen Mann und Frau? Mhm. Ja. Alles klar. Ja, also 7 Viertel wäre ich. Oh, ja. Du bist auch Vize-Schweizermeisterin im 2012 bei den Senioren. Und erzähl mal, wie hast du das geschafft? Ja, das war Zufall. Also, es war so, die Schweizer Meisterschaft im Steinstossen sind in Thürnen durchgeführt worden, in meinem Wohn- und Heimatort. Und dann habe ich gefunden, wenn jetzt das in Thürnen stattfindet, muss ich also jetzt hier mitmachen. Oder? Also, und Steinstossen gefällt mir ja grundsätzlich. Also, es hat mir immer gefallen. Wir haben mehr den kantonalen Titel gehabt. Und dann habe ich gefunden, jetzt machst du das wieder einmal mit. Und ich habe nicht mehr trainiert, ich habe nichts mehr gemacht. Also wirklich, ist wirklich einfach so auf den Platz und ein bisschen eingestossen. Und dann hat es mir einmal noch in Halbfinale, im Finale gelenkt sogar. Und dann habe ich schon gedacht, gar nicht schlecht. Und dann ist mir einfach so einen guten Stoss gelungen. Dass es dann zum zweiten Platz gelenkt hat, und dann bin ich Vize-Schweizermeister geworden. Es ist erfreulich gesehen und die im Parlament, der Präsident hat es durchgegeben, dann eben Vize-Schweizermeister beim Steinstossen, dann haben alle hinterher, du, Steinstossen. Und das höre ich manchmal noch etwas, es ist ein paar rein und die sind einfach ganz erstaunt, dass ich da so kann Steinstossen, oder? Du bist Sportlehrer in Macklingen immer noch. Mhm. Heute? Zu 50% Halbtages? Ja, ein bisschen mehr, aber... Und du beratest auch Spitzensportler, du tust Laufbahnkarriere. Fördern, also, stimmt das? Ja, also... Es ist Seminar? Es ist ja immer lustig eigentlich.
Eine Zeit hat die Industrie gesagt, wie die Sportler sollten sein, und jetzt sagen die Sportler, wie es umgekehrt. Es ist ja immer ein Hin und Her. Mhm. Und immer ein bisschen darauf an, wo es gerade gut läuft. Aber im Grunde genommen hat eine Unternehmung oder eine Firma funktioniert ein bisschen wie der Sport. Also ich muss Leute haben, die motiviert sind, da kann man mehr oder weniger helfen. Die Leute müssen Ziel haben, diesen Leuten muss man zwischen ihnen helfen, wenn jemand gut ist, fördern, ein bisschen, nicht Druck, aber fördern. Und das hat vielfach auch mit sich selber an und für sich zu. Ich sage immer, wenn jemand ausgeglichen ist, dann ist er wahrscheinlich auch offen. Das heisst auch, wenn wir eine Balance haben, dann kann man sagen, ich tue oder Beruf, wie verrückt investieren, Familie ist ein bisschen im Hintergrund. Dann ist vielleicht mal die Familie wieder ein bisschen wichtiger und der Job weniger. Aber schlussendlich muss man schauen, dass die Balance immer etwa gleich ist. Und dann mag es eine Welle immer ausgleichen. Aber schlussendlich sage ich auch nochmal, ist wichtig, dass jeder weiss, was er macht. Und wenn Leute Freude haben am Tun, was man macht, dann hätten wir eigentlich nur zufriedene Leute. Und manchmal muss man halt vielleicht auch etwas verändern. Und verändern ist eben neu oder anders. Und das macht Angst. Mhm. Und Angst ist eigentlich immer ein schlechter Ratgeber. Mhm. Also Veränderung kann auch eine Chance sein. Das sagt zumindest meine Frau immer so schön. Kann eine Chance sein. Und es ist auch so. Also versuchen wir die Herausforderung anzunehmen und nicht gerade zu sagen, oh, das will ich nicht. Mhm. Das versuche ich. In so diesen Seminaren weiterzugehen. Auch, und dann hat es natürlich auch wichtige Punkte, dass man die Leute auch herausholen kann, wo hat wer seine Stärken. Wenn sie mein Team wären und ich weiss da und da und da, der hat die und die Stärke und wir sind miteinander und dann wären wir ein Team und dann wären wir dann stark. Aber wenn jeder für sich bröselt und da muss ich nicht, und dann kommen wir nicht vorwärts. Und das hat aber mit Vertrauen zu tun, das hat mit Offenheit zu tun und das hat auch sich miteinander auseinandersetzen zu tun. Und wenn wir das können, wenn wir eine Streitkultur anbringen, dass es eben nicht persönlich wird, sondern eine Kultur, dass es um die Sache geht, dann können wir eben besser, dann wären wir besser. Aber nur so. Das ist meine Theorie. Punkt. Super. Und die Zukunft, Daniela, wie siehst du jetzt national nochmal? Ich nehme jetzt an, du wirst wieder Nationalrätin. Mhm. Was hast du denn so vor? Ja, wie gesagt, ich möchte mich nochmal voll und ganz einsetzen im Nationalrat. Ich bin auch top motiviert eben. Ich habe Freude daran, darum kann ich das irgendwie auch alles unter einen Hut bringen, was ich jetzt unter einen Hut bringe. Und, das heisst viel Auftritt, viel... Ja, also jetzt einfach Vollgas im Wahlkampf, weil ich würde am 18. Oktober dann auch können sagen, wie du vorhin mal einmal gesagt hast, ich habe knüttelt, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und so wie es rauskommt, ist es dann so. Und ich hoffe natürlich, dass es gut rauskommt, also ich bin zuversichtlich. Und dann werde ich mich nochmal voll Einsatz geben im National, wie ich das bis jetzt auch gemacht habe, und mich für euch Anliegen dort engagieren. Vielen Dank.